Also zunächst einmal ist natürlich Berlin als Gesundheitsstadt einfach über die Grenzen der Stadt selbst hinaus von großer Bedeutung. Und dazu trägt sowohl die ambulante Versorgung als auch die klinische Versorgung bei. Und der SPD Berlin geht es darum, beide Bereiche zu stärken, zu unterstützen, zu fördern, damit eben eine Gesundheitsversorgung in der Bevölkerung generell sichergestellt ist, die wirklich auch dem Bedarf entspricht. Und wir sehen dabei die Rolle der ambulanten Versorgung als sehr wohl sehr bedeutsam an, weil wir wissen, wie wichtig es ist, dass jede Berlinerin und jeder Berliner auch bei sich vor Ort im Kiez eben medizinische Unterstützung und Hilfe bekommt. Und wir müssen aber leider ja auch feststellen, dass das sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, wenn man sich die bezirkliche Situation ansieht. Ich bin ja jahrelang im Bezirk Neukölln tätig gewesen, habe dort immer wieder auch die großen sozialen Probleme, die es dort besonders im Norden des Bezirks gibt, erlebt und auch erlebt, wie schwierig teilweise die Versorgung mit ärztlicher, ambulanter Unterstützung ist. Und das sehen wir auch in anderen Bezirken. Wir haben in den Brennpunktgebieten, in den Außenbezirken eine schlechtere Versorgung mit ambulanten Praxen, als das in den City-Bezirken oder eben auch in den besser situierten Bezirken der Fall ist. Und ich glaube, das ist eine wirkliche Zukunftsaufgabe, dass wir alles tun, damit eben egal wo man lebt, eine gute gesundheitliche Versorgung gesichert ist. Und da ist die ambulante Versorgung sehr, sehr bedeutsam. Naja, ich meine, es ist ja ganz klar, wir können niemanden zu seinem Glück zwingen, sondern wir müssen immer darüber nachdenken, wie man auch Anreize schaffen kann, wie man es attraktiver macht, dass auch gerade junge Ärzte, die vielleicht frisch vorm Studium kommen und überlegen, welchen Weg wollen sie gehen, gehen sie in die Klinik, gehen sie in die ambulante Versorgung, dass das eben attraktiv ist und dass diejenigen, die eine Praxis gründen wollen, die eine Praxis übernehmen wollen, eben auch Unterstützung dabei bekommen. Und ich begrüße es sehr, dass die KV dort ja auch Überlegungen angestellt hat, wie man das tun kann. Ich halte das für sehr richtig, hier eben über Anreize, über Förderinstrumente, über Beratung, Aufklärung auch, ja, wo gibt es denn zu wenig Ärztinnen und Ärzte, dass darüber eben auch diejenigen, die in so einer Orientierungsphase sind, was machen sie mit ihrer Ausbildung, mit ihrer ganzen Kompetenz, auch ein Stück weit begleitet werden, so einen Weg zu gehen. Denn vielfach, glaube ich, geht es auch darum, einfach Aufmerksamkeit für diese Problematik zu schaffen, dass es eben Stadtteile gibt, gerade auch im Osten der Stadt, in den Randbezirken, aber auch in den Brennpunktlagen im Westteil der Stadt, wo es großen Bedarf gibt. Und da geht es darum, Anreize zu schaffen und Wege aufzuzeigen, damit eben die Ärztinnen und Ärzte, die ja am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn stehen, sich auch dafür entscheiden. Na, es geht ja immer um Dinge, die benötigt werden. Ja? Auch ein Arzt, der sich irgendwo ansiedelt, braucht eine Wohnung. Er braucht eine gute Infrastruktur für seine Kinder oder ihre Kinder, wenn es eine Ärztin ist. Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist, glaube ich, ein sehr, sehr wesentliches, wenn es darum geht, ob Menschen sich entscheiden, an einem bestimmten Ort zu arbeiten oder nicht. Und eine familienfreundliche Stadt, die tut nicht nur den Ärzten und Ärzten gut, sondern allen. Und deswegen sind eben diese Themen, Chefinnen-Sache, Wohnungsbau, das ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, familienfreundliche, lebenswerte Stadt, das ist wichtig, dass wir das gut hinbekommen. Und auch das Thema Verkehrsanbindung. Ja? Es geht ja häufig in den Außenbezirken auch darum, dass Menschen sagen, ja, da will ich nicht hinziehen, weil da komme ich nicht schnell genug in die Stadt. Also ist das Thema Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, gute soziale Infrastruktur, die ist für alle wichtig und natürlich auch für diejenigen, wo wir möchten, dass sie sich ansiedeln. Und deswegen ist das Thema U-Bahn-Ausbau zum Beispiel auch für diese Frage wichtig und das Thema Kita-Ausbau, zusätzliche Kita-Platz-Angebote, aber auch ein guter Ganztag, der in Berlin schon gewährt wird. Das sind alles Fragen, die auch eine Rolle spielen. Wenn Menschen sich entscheiden, gehe ich dort oder dorthin. Und das sind Themen, die sind, glaube ich, auch für das Thema, wie bekommen wir Menschen, Ärztinnen und Ärzte in die Außenbezirke, sehr relevant. Also
Zunächst einmal geht es ja darum, dass wir grundsätzlich verstehen, dass eben ein Mensch, eine Familie, Kinder, die in einer Familie einen gesundheitlichen Versorgungsbedarf haben, sehr häufig nicht nur einen gesundheitlichen Versorgungsbedarf haben. Gerade in sozialen Brennpunkten sind es ja eine Fülle von Problemen, die dann dazu führen, dass gerade Kinder und Jugendliche vielleicht nicht optimale Chancen haben, sich zu entwickeln, oder dass Situationen in der Familie da sind, die eben nicht förderlich für den Gesundheitszustand sind, aber nicht unbedingt etwas mit einer originären Krankheit zu tun haben. Ob das häusliche Gewalt ist, ob das das Thema Sprachdefizite ist, ob das auch Frust ist über mangelnde Perspektiven oder große Geldsorgen, die jemand hat, dass die dann zu einer Verschlechterung von Gesundheitszustand führen. Das sind ja alles Themen, die nicht unbedingt immer mit Medikamenten zu behandeln sind. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir wirklich mit einer ganzheitlichen Versorgung daran gehen und sagen, das eine ist die Krankheit, die jemand hat, aber die Ursachen, die liegen ja manchmal ganz woanders. Und deswegen finde ich es wichtig, dass es eben auch eine Unterstützung gibt dafür, dass eine Praxis oder ein Arzt nicht nur seine ärztliche Tätigkeit vollziehen kann, sondern dass das eben kombiniert wird mit sozialer Beratung, mit Ernährungsberatung, mit Erziehungsberatung, mit der Unterstützung, wo man auch Hilfe herbekommt von staatlicher Seite. Und deswegen halte ich die Idee der Kombipraxen, also gesundheitliche Versorgung plus soziale Beratung, für sehr sinnvoll, gerade in den Stadtlagen, in denen wir große soziale Schwierigkeiten haben. Und das ist ein Modell, das sich an einigen Stellen in der Stadt ja schon auch bewährt hat. Und ich glaube, dass es da auch noch weitere Orte gibt, an denen es sinnvoll ist, sowas auszubauen. Ich denke, dass man immer noch, auch in einer Großstadt wie Berlin, Luft nach oben hat. Alleine, wenn man sich ansieht, wie viele Kinderschutzfälle wir haben und wie viele Familien wirklich zusätzlichen Unterstützungsbedarf haben, akute Versorgungsnöte haben. Und ich denke, dass eine gute Zusammenarbeit eben zwischen denen, die in der Kassenärztlichen Vereinigung tätig sind, aber auch denen, die in den Jugendämtern, in den Gesundheitsämtern arbeiten und dem Berliner Senat, also ein Miteinander, um hier an Lösungen zu arbeiten, um sowohl die Notfallversorgung als auch eine gute allgemeine gesundheitliche Versorgung zu gewährleisten, ganz wichtig ist. Und es ist eine Grundhaltung, wie man mit der Gesundheitspolitik in der Stadt umgeht. Und mir ist wichtig, dass mit der Gesundheitspolitik so umgegangen wird, dass wir erstens die Stadt als wirklich modernen und ja auch einzigartigen Gesundheitsstandort in Deutschland begreifen. Das ist das Erste. Dass wir andererseits sagen, es gibt eine gute Balance zwischen dem, was im ambulanten Bereich und im klinischen Bereich passiert. Und zum Dritten, dass wir sagen, die Akteure, die in der Stadt dafür sorgen, dass die gesundheitliche Versorgung funktioniert, arbeiten miteinander. Und das betrifft sowohl die Politik als auch diejenigen, die eben als Ärztinnen und Ärzte oder in anderen Feldern des Gesundheitswesens tätig sind. Ich glaube, da kommen wir viel, viel weiter, wenn wir gemeinsam nach Lösungen suchen, um eben zu erreichen, dass wirklich in jedem Kiez ein ausreichendes Angebot da ist, sowohl im Notfall als auch, sage ich mal, im alltäglichen, ja, Bedarf.